Forever and a Day, so heißt der erste Kinofilm über die Scorpions. Anfang Februar bei der Weltpremiere in Berlin. Obwohl die Musiker auf 50 Jahre Bandkarriere zurückblicken können, ist der Film auch für sie etwas Besonderes. Das ist für uns ja auch eine ganz neue Erfahrung, die Band auf der großen Screen zu sehen und das zusammen mit dem Kinopublikum und hier während der Berlinale. Das ist für uns ein ganz besonderer Moment. 3 Jahre lang wurden die Scorpions von Kameras begleitet. Herausgekommen ist ein knapp 100-minütiges Epos über die kommerziell erfolgreichste deutsche Rockband aller Zeiten. Mit 100 Millionen verkauften Tonträgern und zahlreichen Welthits wie Still Loving You. Neben spektakulären Live-Shows zeigt der Film auch private Momente hinter den Kulissen. Und er geht zurück zu den Anfängen. Von den 60er und 70er Jahren über die ersten Auftritte bis hin zu den großen Welterfolgen. Let me take you far away, beyond the light. Diese Szenen der ersten Jahre sind natürlich besonders interessant. Wer will schon hören, dass eine Band jetzt ein Stadion ausverkauft hat, so wie wir? Ja, da geht man natürlich von aus, das will ja kein Mensch hören. 2011 starteten die Dreharbeiten während der damaligen Farewell-Tour der Scorpions. Das Filmteam begleitete die Band unter anderem durch die USA, Frankreich und Thailand. Am Ende stand die große Herausforderung, die Fülle an Material in eine Form zu gießen. Eckpfeiler wollte ich natürlich erzählen, die ich eindrucksvoll finde, aber habe vor allen Dingen nach persönlichen Momenten geguckt und auch unterhaltsamen Momenten. 2010 war die Farewell-Tour als großer Abschied von den Bühnen der Welt geplant. Doch unterwegs bekamen die Musiker so viele positive Reaktionen, dass sie sich anders entschieden. Sie verkündeten den Abschied vom Abschied. Das Leben hat ein Drehbuch ein bisschen umgeschrieben, weil eigentlich sollte der Film ja eigentlich zeigen, wie so eine Karriere zu Ende geht und das letzte Konzert und so weiter. Und ja, wie es im Leben manchmal so ist, wenn man dann weggehen will, dann lassen sie einen nicht. Die Idee für die erste große Musikdokumentation über die Scorpions hatte der heutige Kulturchef der Deutschen Welle, Rolf Rische, vor 7 Jahren. Also wir hatten von Anfang an einen großen Film im Auge. Von der Gestaltung her ist es auf jeden Fall immer für die Macher und fürs Publikum spannend, sogenannte große Filme zu haben, große Projekte zu haben, die letztlich faszinieren, interessieren und dann natürlich auch ein breiteres Publikum finden. Die Aftershow-Party. Forever and a Day ist auch für die Scorpions die Erfüllung eines Traums. Es ist ein schöner Film geworden und wir freuen uns natürlich, dass wir jetzt so unmittelbar danach so ein sehr positives Feedback bekommen. Die Weltpremiere in Berlin, ein Riesenerfolg. Ende März kommt der Film in die deutschen Kinos, später auf die internationalen Leinwände. Und auch im Programm der Deutschen Welle wird Forever and a Day natürlich zu sehen sein. Vor ihrer Farewell-Tour nehmen die Scorpions ihr 17. Studioalbum auf. Sting in the Tail landet auf Platz 2 der deutschen Charts. Unser erster Hit beim Pop-Export-Spezial zu den Scorpions ist die Single The Good Die Young.
sounds of breaking steel, which is full of blood, no enemy in sight. It feels like in a movie, scenes are pain.